Bam! Und da stand, es nun. Rettet Vanus Galerion. So, wir haben im Alleingang. Das muss ich mal eben kurz mal überprüfen. Im Alleingang haben wir nämlich ein paar, drei der Drossboden besiegt. Den Kampfhelm des Beobachters, aha. Stift der Lösung. Ein Rubinring der Zauberkostenminderung. Ja, das brauche ich nicht unbedingt. Herzkeule. Ansonsten nix hier. Schade, ich dachte, ich kriege irgendwie eine Trophäe hier oder so. So, wir reiten Maximumgeschwindigkeit. Und ab in die leere Stadt. Die müsste auch immer voller werden jetzt, wo wir hier sind. Wir haben ein Portal geschaffen, was zurück nach Himmelsrand nach Tamriel führt. Tatsache, da sind tatsächlich eine Menge Leute. Magier. Hallo. Servus. Faraniel scheint hier in dieser Stadt ihre Ruhe gefunden zu haben. Vielleicht hatte sie schon die ganze Zeit recht. Hm. Ist hier zufällig was auch in der Nähe? Ich habe diese Art Begrünung vorher noch nie gesehen. Es ist faszinierend. Hm. Wir können ja mal so ein bisschen rumlaufen und die Leute ansprechen. Insbesondere die, die hier liegen. Guten Tag. Ach, das sind Gildenhändler, mit denen will doch keiner sprechen. Das sind ja alles Gildenhändler, wie langweilig. Ein Blick kostet nichts. Ja, bitte. Kalthafen-Überlebende. Kümmert es denn keinen? Die will offenbar nicht reden. Zum Gruß. Hieran werde ich eine Weile zu tun haben. Offenbar kommen hier Überlebende rein. Da ist ja die Heldin, die die Forscher aus der Bibliothek der Dämmerung befreit hat. Gute Arbeit, Grüße. Meine Freundin. Eieiei. Schlimm Hallo. Für... Schlecht für Agonia hier, oder wie? Das Haus der Agonia ist noch zu. Seid gegrüßt. Ist offenbar die Flagge der Agonia oder sowas. Interessant, dass die auch sowas wie eine Flagge haben. Dann gibt es sowas ja sicherlich auch Heim. Heim? Heim. Cool, ich kann daheim alles nehmen. Ist das mein Heim? Alter, ist da viel Bass auf dem linken Ohr gerade. Ist das mein Heim hier? Hm. Kleiner Hinterhof hier. Ich dachte gerade, da wären Spinnenweben. Schade. Das war nur Wiesenschaumkraut. Das ist ja mehr unwichtiges Zeug dann. Haus der Dunkelheit. Oh ja. Was wollt ihr? So. Ist doch so. Die leere Stadt ist ein seltsamer Ort. Die leere Stadt ist ein seltsamer Ort.
sowas von auf den Sack. Der Abgrund. Ach, das geht nicht nach oben, das geht nach unten. Oder ist der Abgrund das da oben gemeint? Alter Schwede. Alter, voll die Rennkrabbe. So, ich suche nach Leuten, mit denen man sprechen kann hier. Bekannte. Nicht so wie Unwissen, Unbenannten. Ja, ich weiß, ich laufe gerade voll den Kreis, aber es hat Sinn und Zweck. Seid gegrüßt. Überlebende, irgendwie so ein Hund hier in der Nähe. Was? Gefrorenes Bein. Hallo. Hat einen Namen. Ein Gewölbe von Kalthafen, ist ja eine Bank. Können wir mal gucken, ob wir was reinwerfen können. Uiuiui. Gucken wir die Bibliothek auch erweitern können. Ein sicheres Gewölbe erzeugt ein selbstsicheres Herz. Die kommt doch aus Dingensen. Brauchen wir wirklich eine Bank, wenn das Ende der Welt bevorsteht? Kommt schon, Champion. Verliert nicht die Hoffnung. Wir jedenfalls haben unseren Glauben an euch ganz sicher nicht verloren. Außerdem kommt das sichere Einlagern des eigenen Besitzes nie aus der Mode. Ganz gleich, was dort draußen auch vor sich gehen mag. Ich war hier noch nicht fertig. Ein sicheres Gewölbe. So, Bankplatz erweitern. Ja, natürlich, das kostet das viel. Einlagern. Düt, düt. Aber so Zeug brauchen wir noch wirklich nicht in der Bank, in der Hand. Aber schön Stickerei. So, ich glaube, das war's auch hier. Gibt es hier irgendetwas? Hm? Ach, das ist nicht Besitz anzeigt hier. Cool, dann kann ich mir Sachen hier rausstauben. Das ist ja geil. Nicht Besitz angezeigt. Dann kann man hier ja richtig was abluden. Wieder so eine Kriegerin. Hostia. Zum Gruße. Die sagt ja nix. Schade. So, haben wir hier noch mehr Leute? Hallo. Kalthafenüberlebende und voll lautes Wasser. Dann ist ein Pfluft. Und das war's auch schon. Wer ist hier nix? Wie die Musik hier einfach nur so trostlos ist. Zum strahlenden Stern. Das klingt nur nach einer Taverne oder so. Ja, kann man so sagen. Willkommen, Freundin. Ich stamme von einer langen Linie Meisterbrauer ab. Und ich garantiere, dass meine Getränke das Beste sein werden, was ihr je in diesem furchtbaren Land trinken werdet. Kennt ihr die Stadtwahrerin? Natürlich kenne ich die Stadtwahrerin. Wir sind aus demselben Holz geschnitzt. Ohne sie wären wir völlig aufgeschmissen. Was könnt ihr mir über sie sagen? Nun, ehrlich gesagt, nicht sehr viel. Sie muss schon in der Stadt gewesen sein, als wir hergebracht wurden. Aber ich erinnere mich nicht, sie vorher gesehen zu haben. Aber keine Sorge, sie ist uns eine große Unterstützung.
Ich glaube nicht, dass wir ohne sie so lange überlebt hätten, wie es uns gelungen ist. Nein. Khajiit ist der Unerschrockene. Ich vermisse meine Laute, Fallah. Was geht hier drüben vor sich? Nicht viel. Wenigstens nichts, von dem ich wüsste. Ich wurde an einem Ort, den man die Grotte der Laster nennt, gefangen gehalten. Eine Höhle im Südwesten von hier. Ich konnte entkommen, aber ich konnte Fallah, meine kostbare Laute, nicht retten. Ich fühle mich so verloren ohne sie. Unerschrockene! Unerschrockene! Ja! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hey, guck mal. Sagt es mir. Sagt mir wer. Wir sind Unerschrockene. Wer kennt keine Angst vom Tod, vom Alter? Lauter! Bei den hellen Monden! Ach du Scheiße. Lauter! Halt's Maul. Halt's Maul. Halt's Maul. Halt's Maul. Ihr Pisser! Halt's Maul! Jemand steche ein Schwert durch mein Gesicht. Ja, das mache ich ganz gerne. Euch nicht töten. Oh Gott, wie nervig, langweilig und ätzend die sind. So, Adam und Heat. Alter, voll der fette Kyras, ja. Gut, hier wären wir, glaube ich, fast fertig. Hier ist noch was. Das ist ein Wandschrank, ne? Okay, war ich nichts drin. Dann können wir hier wieder gehen. Wir haben eine kleine Mini-Quest gekriegt, zumindest eine Laute suchen. Zum Große. Oh, 4 Minuten, das werden wir wohl nicht mehr schaffen. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Wenn ich das vergessen habe und ich nehme die Laute nicht mit, schreit mich an. Und zwar in den Kommentaren. Am besten Caps Lock jetzt schreiben. Falls ich das in der nächsten Folge vergessen sollte. Dann müssen sofort schreien. Du Idiot, du hast da die Laute vergessen, die du dir einbringen sollst. Und dann hoffe ich natürlich, dass ich mich dann erinnere und sage, oh, ihr habt recht. Wie konnte mir das passieren? Und bevor das passiert, denke ich mal, renne ich jetzt erstmal dorthin. Überrascht mich. Sagt etwas Intelligentes. Lalalala. Ah, cool. Hier gibt es sogar Unterhaltung. Ich gucke mir das später an. Ich muss erstmal da hinten hin. Die Gnade der Magiegürtel entdeckt. Leuchte ich so ein bisschen? Nein. Sah wahrscheinlich nur so aus. Ja, ich sehe da hinten was. Ich werde es nachher auch wieder sehen. Achtung, Reifzöcke voraus. Birdie, 2 Doppeldecke voraus. So. Die Grotte der Laster entdeckt. Cooles Bild, das nehme ich als Thumbnail. Ich finde diese Artworks-Zeichnung richtig cool. Tremora-Kandidatin. Wo ist die Laute? Bringt sie mir! Scheiße, das werden wir in dieser Folge nicht finden.
Okay. Ich stelle mich hier hin. Dann mache ich Session-Ende, weil jetzt reicht es auch für mich für heute. Und achso, das sind die meine Viecher, okay. Und so. Und ich schreibe mir eine Textdatei. Mit den Titel Laute finden in der jetzigen Gruft. Dann werde ich das nämlich herausfinden. So, dann danke ich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Bye bye.